Hallo und herzlich willkommen bei Pioneers of Pagonia. Hier ist euer Tega und heute gibt es mal was Neues. Pioneers of Pagonia auf meinem Kanal, auf Ortegas Gamebox. Ja, was können wir machen? Und zwar geplant war von mir natürlich ein neues Spiel. Und zwar die Einsteigerkarten. Ich habe selbst erst mit der friedlichen Einsteigerkarte begonnen. Und wollte nun mit euch die Einsteigerkarte mit Gegnern. Die trügerische Küste. Nimm dich vor den Dieben und Banditen in Acht, die sich in den Bergen verstecken. Wähle diese Karte, wenn du Pagonia auf einer Insel kennenlernen möchtest, auf der Gegner deinen Pfad blockieren, dein Dorf besuchen und deine Ware stehlen. Ich würde sagen, die Karte nehmen wir. Und benutzen die Einsteigerkarte mit Gegnern. So, hier ist unser Schiff. Von diesem Schiff aus starten wir. Das ist die Ventura. Die ist natürlich noch nicht mit einer Straße verbunden. Gucken wir mal in die Ventura rein. Wir haben 150 Träger, wir haben Minenarbeiter, wir haben Baustellenträger, wir haben Wachen, wir haben Entdecker, wir haben Planierer, Soldaten, da haben wir 10, Holzfäller haben wir 15, Holzarbeiter haben wir 6, wir haben Zimmerer, Jäger, Fischer, Weber, Schmiede, Schmelzer, Steinmetze, Sammler, Förster haben wir nur 3, Schneider haben wir 3, Proviantmacher 6, Farmer 9 und Köche haben wir auch 6. So, ich würde sagen, wir legen los. Der Lagebestand, den können wir nochmal prüfen. Wir haben Leder, wir haben ein bisschen Stoff, ein bisschen Kupfer, ein bisschen Rationen, Grenzstein, Seile, Wasser, Stein. Laubholzstämme, Werkstein, Kohle, Nadelholz und Nadelholzbalken. Das ist so das, was wir hier auf der Ventura haben. Und das wird jetzt unsere Insel werden. Und da würde ich sagen, wir gehen als allererstes mal mit einer Straße zu Werke. Hier bauen wir hier mal eine Straße. Hier. Und hier. So, ne, halt. So. Okay. Also hier brauchen wir auf jeden Fall einen Entdeckerposten. Wir haben Entdecker. Muss ich fast nochmal nachschauen. Mal hier den Entdeckerposten her. Entdecker haben wir, Jäger. Entdecker haben wir nur 3. Okay, also wir müssen versuchen, neue Entdecker herzustellen oder auszubilden. Das wird so unsere Aufgabe sein. Also wie gesagt, ich habe nur die Einführung gespielt. Das war die Karte, in der man, glaube ich, 50 Aufgaben erfüllen muss. Die könnt ihr dann auch spielen oder ihr spielt eben auch mit Gegnern oder eben die individuelle Karte. Ich habe jetzt angefangen, hier mit euch jetzt die Einsteigerkarte mit Gegnern. Okay. Die Bäume hier könnte man vielleicht wegmachen, wenn man es später so mal so weit ist. Machen wir hier, dann fahren wir hier mal Straße hier hoch. Und hier. So, wir können in die Richtung bauen. Ich baue mal hier einen Wachturm. Den könnte man. Nee, ich baue den hierher. Hier so.
Dann hier die Straße. Okay. Ich lasse die Zeit jetzt mal langsam laufen, damit wir genug Zeit zum Vorbereiten haben. Wir können ja auch ein bisschen zuschauen, wie die hier anfangen, Holz zu liefern. Aktuell haben wir 407 Pioniere. Du benötigst eine Gesamtsumme von 5 Genussmahlzeiten Qualität in einem Wohnhaus, um ein Neugeborenes zu erhalten. Ah, okay. Die Entdecker. Ich würde sagen, wir bauen uns erstmal hier in die Richtung rüber. Können wir hier schauen. Wir können dann später eine Garnison bauen, ein Militärcamp und natürlich weitere Entdeckerposten. Wir haben hier Holz, Stein. Ich klicke mal alles durch hier. Weil ich will mir durchaus relativ viel anzeigen lassen. Auch Seil, Flachs, Weizen, auch Fisch, Hasenfleisch, Pilze, Kürbis kann man sich anzeigen lassen, Kohl, Mais und Brot, Bogen und Angeln. Und auch Fackeln. So, dann gucken wir mal, was sich hier tut. Von der Seite her gucken. Wir können die Kamera zwar schwenken nach oben, aber sehr weit nach unten können wir sie nicht mehr schwenken. Aber wir können reinzoomen. Also hier laufen auch Wildtiere rum. Das wäre eigentlich ideal für einen Jäger. Jäger, den könnte man eigentlich, ja, könnte man gleich bauen. Bauen wir mal eine Jagdhütte hierher. So. Weil hier ist doch ordentlich was zum Jagen. Bringt uns Leder und Fleisch. So, die Entdecker sind unterwegs, oder sie sind schon in der Hütte. Entdeckerposten. Zu Hause von Entdeckern, die mit Rationen auf Reisen gehen, um unbekanntes Gebiet zu entdecken. Jawohl. Da. Das ist immer so ein Hintergrundgeräusch. Da. So. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Bin gerade zum Überlegen. Wenn wir hier einen Förster herbauen. Moment mal, hier ein Forsthaus. Moment mal. Hier ein Forsthaus. Hier so. Na, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich probiere es jetzt mal aus. Und dann eine Holzfällerhütte hier. Genau. Und ein Sägewerk natürlich. Naja, das könnte man auch hier oder hier. Bauen wir hier das Sägewerk her. Okay, dann tut sich ja langsam was. So, da können wir weiter reinzoomen. Da gibt es auch Früchte hier, sehe ich gerade. Früchte, das sind Himbeeren. Die könnte man sammeln. Steinpilze. Hase.
Wir sollten die Wälder nicht komplett abroden. Wir brauchen auf jeden Fall Wälder für Jagdgründe. Ja, dann werden wir mal schauen. Wobei wir den Förster auch hier hätten bauen können. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Hier sind schon die ersten Wachen unterwegs. So, und die werden dann auch gleich anfangen, Grenzsteine zu setzen. Setze den Fokuspunkt für die Gebietserweiterung. Deine Wachen streben dieser Position zu, wenn sie dein Gebiet erweitern. Ist der Fokuspunkt in deinem Gebiet, dann wird die weitere Expansion kreisförmig von diesem Ort fortgesetzt, bis der gesamte von dem Wachgebäude erreichte Bereich zu deinem Territorium gehört. Dann würde ich doch sagen, sollen die als allererstes hier anfangen. Schauen wir mal. Ja, wir werden natürlich Stein brauchen. Wir könnten hier auch noch einen Wachturm bauen. Genau, machen wir auch. Holz. Steinbruch. Steinmetz. Steinmühle. Steinmühlen arbeiten. Arbeiter machen aus Kalkstein Zement, der als Baumaterial verwendet wird. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Fischerhütte. Wir haben hier. Wir haben hier keinen Fisch. Ne, wir haben hier keinen Fisch. Dann werden wir auch keine Fischerhütte bauen. Aber eine Gemüsefarm, die könnten wir mit Sicherheit bauen. Und zwar können wir die hierher bauen. Dann bauen wir noch ein bisschen Farmland. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Ja, so wie im Einsteiger. Und am besten platzsparend bauen. Wir haben ja hier sogar Aufgaben. Mensch, wir haben ja hier sogar Aufgaben. Baue einen Steinbruch. Baue einen Steinmetz, baue einen Brunnen. Das machen wir natürlich jetzt auch. Moment. Dann bauen wir als nächstes einen Brunnen. Den bauen wir am besten. Baue eine Sammlerhütte und einen Proviantmacher. Wo ist der Proviantmacher? Der ist hier. Okay, hier habe ich den Förster gebaut. Das war vielleicht gar nicht so klug, hier den Förster herzubauen. Aber ist egal. Machen wir mal hier so. Man lernt ja nie aus.
Proviantmacher. Stellen Rationen für Entdecker und als Reserve für Minenarbeiter her. Sieht doch gut aus. Okay, hier wird die Grenze bereits erweitert. Wir gucken uns das mal kurz an. So sieht das aus. Und Grenzsteine haben wir aktuell noch 129. Wohnhäuser. Na, schauen wir hier. Wohnhäuser. Bevölkerung sagen kleines Wohnhaus hier, hier und hier. So, der nächste Wachturm ist fertig. Und die sollen mal hier anfangen. Wir können mal schauen bei Holz und Stein. Steinbruch. Ja, da brauchen wir natürlich den Stein hier. Es entwickelt sich sehr gut, muss ich sagen. Hier sind auch noch Pilze und Himbeeren, Rehe. Oh, den hat er geschossen. Den hat er geschossen. Nochmal hier auf den Wachturm und sag weiter hier. Vielleicht wäre so eine Sammlerhütte nicht schlecht. Aber hier, wo haben wir den Sammler? Ja, ah, da kann er einiges sammeln hier. Sammlerhütte. Und ein zweiter Brunnen. Zweiter Brunnen ist gefragt. Kommen wir hierher. Holzfällerhütten will er auf jeden Fall auch noch. Naja, wir haben ja Zeit.
Wir müssen sowieso erstmal das hier bauen. Hier kommt das kleine Wohnhaus nachher. Sieht doch ganz gut aus. Einmal hier. Gehen wir also in dem Bereich hier. Grenzsteine. Ja, gehen auch zur Neige langsam. Eine Holzwerkstatt. Die sollten wir auf jeden Fall bauen. Eine Holzwerkstatt, Gildenhaus. Werkzeugschmiede. Die Holzwerkstatt. Kommen wir hierher. Gucken wir mal, ob wir einen Steinbruch bauen können. Jawohl, einen Steinbruch, den bauen wir jetzt als erstes mal hierher. Da kann er nämlich schon abbauen. Und die Straße führt hier rüber. Wenn wir schon dabei sind, bauen wir auch gleich einen Steinmetz. Genau. Hier kommt genau das Wohnhaus. Die Entdecker haben ja einiges entdeckt. Ich würde sagen, wir bauen auf der anderen Seite den Entdeckerposten. So. Und den können wir abreißen. Das mache ich jetzt einfach. So. Er hat hier genug entdeckt. So. Eine Holzwerkstatt mit allen Fraktionen anfreunden. Das ist unsere Aufgabe. Baue einen Steinbruch, einen Steinmetz, sogar zwei Holzfällhütten, baue Brunnen, Gildenhaus. Marktbrunnen, Marktstand, Taverne.
Küche nutzen Zutaten von einem nahegelegenen Marktplatz. Okay, jetzt wollen wir aber als erstes mal die Schneiderei. Und das Gildenhaus. Okay, ist jetzt auf jeden Fall in Planung. Grenze eines pagonischen Dorfes entdeckt. Hm, wo? Ja, hier irgendwo. Denke ich jetzt mal. Keine Ahnung. Baue Holzwerkstatt. Okay, wir werden auf jeden Fall von diesen Zahnrädern welche brauchen. Da stellen wir mal gleich 6 Stück her. Und von den Holzsperren werden wir auch welche brauchen. Stellen wir mal auch 5 her. Früher oder später Fackeln. Eventuell auch. 5. Machen wir das mal. Gucken weiter. Okay, wir können hier oben noch ein Steinmetz bauen. Ein Steinbruch. Und einen weiteren Steinmetz. Uns gehen die Grenzsteine aus. Eine Militärakademie werden wir auch brauchen. Die dürfte hier sein. Nee, hier. Also auch die werden wir bauen. Naja, hier ist die Grenze. Und hier sind auch schon die Häuschen von den anderen Pagoniern. Sieht man schon ein paar im Nebel. Ich glaube, wir können eh bloß bis an die Grenze gehen. Bauen hier vielleicht noch eine Holzfällehütte. Moment mal. Ein Forsthaus.
Holzfällerhütte. Okay, die hatte keine Straße, das Wohnhaus. Darum wurde es auch nicht gebaut. Eine Getreidefarm. Oh, die würde sich hier wunderbar anbieten. So. Baue eine Werkzeugschmiede oder stelle leichte Rüstung her beim Schneider wahrscheinlich. Gildenhaus, Schneiderei und zwar leichte Rüstung. 1, 2 und 2 Rucksäcke. Die Holzwerkstatt ist auch am Herstellen. Mal zwei Speere, eine Fackel. Das läuft doch ganz gut. Ein Baustellencamp. Baustellencamp. Vielleicht noch eine Taverne. Die Taverne bauen wir hierher. Taverne und 4 Esstische. Hier. Hier.
Sammelbare Pflanzen wurden entdeckt. Ja. So. Stein. Stein ist ein bisschen rar geworden jetzt. Ein gegnerisches Lager wurde entdeckt. Das ist nicht gut. Einheiten werden von Banditen angegriffen. Das ist einer unserer Entdecker. Der sollte sich hier nicht aufhalten. Auf Entdecker. Kann man die pausieren? Geht es? Kann man die pausieren? Gebäude deaktivieren. So. Sind wir auch noch ein Entdecker? Ja gut, Stein wurde entdeckt. Baue eine Werkzeugschmiede. Werkzeugschmiede. Weberei. Genau, da bauen wir noch eine Werkzeugschmiede. Gehen wir mal eine Straße hier. Eine Abenteuergilde. Kommen wir hier rein. So, jetzt wird schon eng. Vom Bauplatz her. Schon sehr eng. Hierher, ob wir hier eine Straße hinkriegen. Jawohl. Fischerhütte. Hier sind Fische. Baue einen Marktbrunnen.
Marktbrunnen und 6 Marktstände. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist in Planung. Bernsteinwachen, Ruf bei Fraktion unbekannt. Entdecke die Siedlung dieser Fraktion, bis du ihr Handelszentrum findest. Im Handelszentrum kannst du auf Aufgaben und Handel mit der Fraktion zugreifen. Nächster Fraktionsruf, Chance auf Handelsangebote. Steinmetz, Baustellencamp, Militärakademie, ja, 5 Soldaten her. So. Dann würde ich sagen, Getreidefarm stellt einfach mal Wolflachs könnte man herstellen, das ist eigentlich alles kein Thema. Noch einen Brunnen. Deine Einheiten wurden von Banditen angegriffen. Okay. Hier sind unsere Einheiten. Da wurde eine getötet, anscheinend davon. Und gehen wir mal hierher. Und bauen hier mal hier ein Wachturm. Und schauen wir mal, dass wir die irgendwie bekämpfen. Kohle. Wir könnten endlich auch mal ein Kohlebergwerk bauen. Kohle gibt es hier nämlich genug. Baue Wohnhäuser. 8 Stück. Kohle, Kupfer. Kupfer hätten wir hier auch. Bauen wir mal hierher. Kupfer. Und baue
bilde insgesamt 100 Bauarbeiter aus. Bilde zusätzliche Baustellenträger, Planierer oder Zimmerer im Gildenhaus aus. Werkzeugschmiede. Wo haben wir eigentlich unser Gildenhaus? Da muss ich jetzt mal echt schauen. Hier. Und zwar Zimmerer. Zimmerer haben wir 25. Machen wir mal 5 Zimmerer. Da brauchen wir Hammer. Da ist Eisen. Das ist gut. So, wir haben ein paar Soldaten mehr, wir haben aber auch viele verloren. Gehen wir mal auf Angriff. Mal hierher. So, mal schauen, was dann passiert. Hier reduzieren wir mal die Zahl der Angreifer oder der Soldaten und schicken die mal alle hierher. Hier wird gekämpft, das schauen wir uns von der Nähe an. Ja, ziemlich viele verloren hier. Oh, das sieht nicht gut aus. Dann haben wir mal gleich 20 Einheiten oder 21.
Wir haben keine Eisenbarren. Eine Schmelzhütte, die wäre ja auch nicht schlecht. Schauen wir mal hier, ja. Sägewerk, brauchen wir noch ein zweites. Unbedingt. Stimmen wir hier. Und eine Weberei. Weberei. Können wir die herbauen? Kommen wir hierher. Na noch. Einen dritten Steinmetz. Stein hätten wir ja genug. Wir könnten noch einen dritten bauen. Müssen wir sowieso. Und baue ein Militärcamp. In der Nähe von Wachtürmen, um besiege Einheiten schneller zu ersetzen. Besiegte Einheiten schneller zu ersetzen. Militärcamps sind zu Hause von allen nicht zugewiesenen Kampfeinheiten. Na gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich hier erstmal Schluss mit Pioneers of Pagonia und wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Pioneers of Pagonia, und man hört sich. Bis dahin, bye bye.